Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich nicht allein, ich bin in Berlin und ich habe Urs quasi zu Gast, oder ich bin auch zu Gast. Ja. Moin Urs. Die meisten von euch kennen Urs sicherlich schon, IFBB Pro in der Classic Physik. Und Urs trainiert heute Arme, ich werde Urs ein bisschen begleiten. Wir haben eben schon so ein bisschen gesprochen. Du machst erst Trizeps, dann Bizeps. Yes. Freut mich erstmal, dass du hier am Start bist. So. Wir sind hier in der inoffiziellen Vario-Zentrale, glaube ich. Ja. Muss ich auch mal einen kleinen Dank aussprechen im ersten Lockdown. Ja, wurde, obwohl es eine andere Firma ist, wo ich gesponsert bin, wie man es meint, mir hier die Möglichkeit gegeben zu trainieren. Coole Sache auf jeden Fall am Anfang meiner Vorbereitung gewesen. Jetzt, momentan läuft alles wieder Gott sei Dank normal und ja, hoffentlich stehe ich in 14 Tagen dann noch auf der Bühne. Heute ballern wir Arme, beziehungsweise ich. Mhm. Tobi hat es ja nicht so nötig. Nee, aber unser Trainingssystem unterscheidet sich, glaube ich, wenig, bis auf so einen Armtag. Da bin ich jetzt wirklich neugierig, wie du trainierst. Ja. Weil ich bin auch jetzt seit einem Jahr am HIIT trainieren. Ja. Push-Pull-Beine. Wie man es kennt, nur ich schiebe eben noch so einen Armtag mit einer Übung hinteren Schulter meistens noch ein. Einfach Nervensystem technisch, um da mal runterzufahren. Ja. Und ja, weil Arme oder man Arme eh nicht genug haben kann und ich die auch gern verbessern will, machen wir deswegen heute. Nichts Wildes irgendwie. Logbuch schreibe ich mir auch immer hinterher dann auf. Normal habe ich es immer dabei, aber hier gehe ich eher drauf, maximal Kontraktion zu erreichen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich war immer einer, der hat Arme geknüppelt wie ein Blöder und es ist nichts gewachsen. Ja. Und jetzt habe ich mal mit Technik und Verstand sozusagen, mit Anfang 20 kann man das mal machen, Verstand walten lassen. Ja, habe ich angefangen so zu trainieren und jetzt wachsen die auch wie Heu. Also ist jetzt der richtige Ansatz für mich, den ich da, glaube ich, gefunden habe, jetzt erstmal. Yeah. Und Mann, ihr begleitet mich heute. Ich sabbel nicht so viel rum, ich brauche meine Energie jetzt im Training. Genau, du fängst an mit Arme und ich gehe mal auf das Thema ein bisschen ein. Was Urs gerade gesagt hat, das ist wirklich interessant, weil wir alle kennen das, glaube ich, wenn man ins Training einsteigt, man bewegt einfach erstmal Gewichte, man will viel Gewichte bewegen und man denkt immer, viel Gewicht bringt viel Muskulatur, aber wirklich so ein Schlüssel für Muskelwachstum ist einfach auch die Kontrolle. Und ich will bei Urs jetzt nicht sagen, dass Urs eine Schwäche hat, weil die hat er nicht wirklich. Ich glaube, den Armtag hast du extra, weil du denkst, die Arme sind ein bisschen zu dünn, ne? Ja, das denkt jeder. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das ist ein bisschen mehr Fokus auf die Arme. Ja. Bei Push und Pull hast du Arme auch noch mit drin, ne? Ja, eine oder zwei. Aber ja, was du auch gesagt hast, ist interessant. So schweres Gewicht kann man schon so gleichstellen, dass der Muskel dann auch krasser wächst. Ja. Wenn du halt aber irgendwie Arme trainierst und halt den hier machst oder Brust drückst und halt nicht die Schulterblätter zusammennimmst, dann hast du halt so eine vordere Schulter, aber keine Brust. Genau. Und dann wundern sich die Leute meistens, warum nichts kommt. Ja. Und dann muss man halt die Technik kontrollieren. Ansonsten muss ich sagen, für Beine, für Rücken, Rücken auch nicht, für Beine und Brust, so war immer egal, was ich mache, so ist es immer irgendwie gewachsen. Das ist eigentlich interessant, das ist immer so ein bisschen dieses Genetik-Thema und auch das Thema, warum sollte man auf Ausführung achten und warum nicht. Urs hat es gerade eigentlich perfekt gesagt, für jemanden, der eine gute Genetik hat, für Rücken, Brust, Beine hat es irgendwie immer gereicht, die sind immer gewachsen. Und das ist genau das Thema, man sagt ja auch immer, oder viele fragen immer, bei Profis, die trainieren nicht sauber und wachsen trotzdem. Ja, weil es genauso ist, sie sind einfach genetisch bevorteilt, die Genetik ist besser. Aber wenn man jetzt gerade einen schwachen Muskel hat, den man vielleicht nicht so gut spürt, der vielleicht auch optisch nicht so ausgeprägt ist, dann bietet sich das halt immer an, die Übungsausführung zu verbessern und wirklich zu versuchen, die Fasern anzusprechen. Und ich muss sagen, du siehst doch auch Profis, die verbessern sich irgendwann nicht mehr. Ja. Und die bleiben voll an ihrem System hängen. Die ballern halt durch so, wir hatten es gerade über Branch Warren und so, da funktioniert das Ganze. Ja. Aber mein Gedanke ist halt immer so, okay, schau dir jetzt mal so die Amerikaner an, Hunter Labrada, gerade die Jungen, was so richtig, mit Köpfchen, sag ich mal, trainieren. Nick Walker. Ja, Nick Walker, Alter, komplette Transformation gemacht. Und das ist halt so, das, wo ich mich auch ein bisschen dran orientiere und was ich halt richtig, richtig spektakulär finde, wenn man mit nicht so der Übergenetik, klar, schon irgendwo eine krasse Genetik, Wollte ich sagen. Aber halt nicht so die Übergenetik, dann so eine Progression macht,
finde ich immer am besten. Und ganz wichtig, schaut euch nie ein Armtraining an von einem, der schon sein Leben lang solche dicken Keulen hatte. Ja. Ich schaue mir immer die Muskelgruppen oder die Videos an von Leuten, wo ich weiß, ah, okay, die hatten richtig Kackbeine und jetzt haben die richtig krasse Beine. Ja. So. By the way, wir fangen hier an. Ein kleiner Supersatz direkt zum Anfang, ganz ehrlich. Wir versuchen so den Wiederholungsbereich von 8 bis 15 grob abzudecken. Mhm. So. Manchmal gehe ich da auch so pyramidenmäßig hoch, einfach jetzt wegen dem Ellenbogen in den letzten zwei Wochen. Macht sie gut und gern mal den WD-40-Style. Aber genau, um da richtig aufzuwärmen, gehe ich meistens so pyramidentechnisch hoch, später auch beim French Press, einfach um die Sicherheit jetzt da zu haben. Ja. Das ist auf jeden Fall gerade in der Prep wichtig, cool, dass man dann noch mehr auf seinen Körper hört, was so ja auch Verletzungen angeht, gerade Ellenbogen, würde ich auch immer empfehlen, immer gut warm machen den Ellenbogen, vielleicht nicht mit der French Press anfangen. Ich bin da selber so ein bisschen gebeutelt, was die French Press angeht, weil ich sie früher immer gerne gemacht habe und extrem schwer gemacht habe und irgendwann hat der Ellenbogen dann gesagt, ab heute nicht mehr und jetzt bin ich eigentlich nur noch am Kabel zugange. Finde ich persönlich aber auch besser, ist einfach kontrolliert, das sieht man bei Urs jetzt auch, dass es schön kontrolliert ist. Der Kabelzug ist auch wirklich gut dafür, mit dem Rückenpad, dass wirklich der Ellenbogen schön an einer Position bleibt und man wirklich schön aus dem Trizeps arbeiten kann. Bin gespannt, wenn Urs nachher sein T-Shirt auszieht. Ich habe es noch nicht gesehen, also gut, ich will nicht sagen, noch gar nicht gesehen. Ich habe so einen kleinen Sneak auf dem Foto bekommen von Stefan, als ich in Wien war vor 3 oder 4 Wochen. Ja. Da war ich schon sehr begeistert. 2 Wochen hast du bist im Wettkampf, ne? Ja. Ja. Du bist der Einzige, glaube ich, der nach Tijuana fliegt, ne? Nee. Mike ist auch noch da. Ach, cool. Und 18 andere. Also ich habe ja, mit gut, der Veranstaltung aus Europa? Auch viele aus Europa. Ja. Also ich glaube, egal wo man da hingeht, wir Europäer haben ja nur die Möglichkeit, die 2 zu machen. Ja, ja, das ist wahr. Und dann wird das so voll überlaufen sein. Ja. Und dann guckt man sich so, also no front, aber gucke ich mir so eine New York Pro an, wo nur Amerikaner waren und dann 10 Leute da starten und dann irgendwo in Portugal stehen dann 30 Leute da. Ja. Das ist auch ein anderes Niveau einfach dann. Ja, das muss man wirklich sagen, in dieser Saison ist das alles ein bisschen anders. Die amerikanischen Wettkämpfe sind teilweise wirklich nicht gut besucht, muss man einfach so sagen. Das hat auch nichts mit No Front oder Front zu tun. Ja. Es ist einfach so, dass die Top 3, 4 Athleten da sind und danach fällt das Feld meistens ab. Und hier in Europa jetzt gerade in Anbetracht auf Portugal in 2 Wochen, da wird es wirklich ultra interessant. Weil da sind wirklich extrem viele Athleten, extrem viele gute Athleten. Die meisten von euch wissen es, Tim startet, Adolf startet. Ich glaube, Paul Polacek hat mittlerweile abgesagt. Also wir haben viele deutsche Athleten auf der Bühne. Fabian ist am Start. Ich glaube, Mike ist auch am Start, ne? Nee, Tijuana. Stimmt, das ist zeitgleich. Ich hätte gedacht, Mike wäre auch da. Tag vorher. Ja, ja, Tag vorher, irgendwie so, ne? Also wird auf jeden Fall ein extrem spannender Wettkampf. Aber du hast ja auch natürlich eine Klasse ausgesucht, oder? Nee, du bist da genetisch für prädestiniert. Aber die ist schon stacked, sagt man so. Ja, die Klasse ist brutal. Ne? Ja. Also Classic Physik und Men's Physik sind in den Männerklassen die stärksten Klassen aktuell. Men's Physik finde ich halt noch undankbarer, weil Thomas kennt ihr ja auch. Oder ich denke, ist den meisten Zuschauern ein Begriff, die dich verfolgen. Ja, der Men's Physik Pro aus der Schweiz. Tut mir auch immer so leid, wenn man das sieht. Platziert sich einer auf dem 12. Und eine Woche später bei schlechterer Form irgendwie, also jetzt nicht der Thomas, aber ein anderer und gewinnt dann da die Olympia-Quali, finde ich halt so schwierig zu werten, hätte ich dann keinen Bock drauf. Und bei Classic ist halt noch so, okay, kann man besser werten, die machen auch mehr Vergleiche, aber ist trotzdem von der Qualität ultra. Ich wenn man so zurückdenkt, Danny Hester, wann war das, 2016? Ja. Der erste Olympia in Classic. Der startet bestimmt dieses Jahr auch. Der hätte jetzt nicht mal eine Top-10-Platzierung wahrscheinlich. Nein, das ist es doch. Die Klassen sind extrem gewachsen, das muss man sagen. Und was ich halt auch finde, gerade bei der Men's Physik, ein Tag machst du einen 10. Platz, 2 Wochen später gehst du wieder auf den Wettkampf und gewinnst vielleicht. Das ist halt das Heftige, weil es ist schwer zu greifen. So beim Classic, ich sage immer, Classic ist Bodybuilding, nur halt ein bisschen kleiner. So, da weißt du, du musst Muskeln mitbringen, du musst hart sein und du musst eine gute Linie haben. Was ist es denn? So. Ich meine, ist es aufs Gewichtslimit reduziert? Ja. Ganz einfach. Ja. Nicht irgendwie, der Vakuum und der Schnauzer, die machen dich Classic, sondern es ist eine Bodybuilding-Klasse mit Gewichtslimit. Ja. So.
Fertig. Ja, ich meine, das sieht man am Olympia, da kann man drüber streiten, wer wirklich Classic ist und wer nicht. Ja. Das machen sie jedes Jahr. Ja, und das hat sich auch noch der Stil noch nicht so ganz gefunden. Nein, warum hat denn 2 Jahre in Bumstead nicht gewonnen und sah genauso geil aus? Ja. Und jetzt ja gut, letztes Jahr hat er einen guten Sprung gemacht, ne? Das stimmt, ja gut, das stimmt auf jeden Fall. Spannend, wie dieses Jahr aussieht. Wird noch ist nicht so ein krasser Sprung, denke ich, wie das Limit ist auch, aber ja, wird auf jeden Fall eine gute, gute Wie warst du im Gewichtslimit? Das ist krass, also ich hatte 2019 89 Kilo. Und hattest da noch 10 Kilo Luft oder so, ne? 10 Kilo Luft, die habe ich jetzt voll gemacht. Das ist Progress. Ja, aber so muss es sein, ne? Ja, also schon Gott sei Dank auch an den richtigen Stellen. So. Ja, ich habe es ja gesehen. Und ja, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also für mich habe ich die 2019 vor mal 10 Mal geschlagen. Ja. So. Und das ist einem, es gibt einem immer so das geilste Gefühl. Ja, ja. Also ich habe die 2019 in Frankfurt auf der Bühne gesehen. Und da habe ich gedacht, alles sieht mega genial aus. Fehlt halt noch was zu. Aber der Rahmen muss voll werden. Ja. Aber gut, ich wusste, wie alt du bist. Von daher so ein Selbstredner. 20, ja, was halt dann. Ja. Es braucht halt Zeit einfach. Genau. So, und da muss man halt auch wirklich realistisch sein. Und dann muss man auch einen Coach an der Seite haben, der dann auch realistisch sagt: Pass auf, du bist 20, nimm dir Zeit zum Wachsen. Gut, das bei dir jetzt so schnell ging in einem Jahr, ist natürlich extrem. Aber das ist halt genial, ne? So muss es sein. Dann steht ja der Karriere auch nichts mehr im Weg. Aber wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, wenn du dich nachher mal ausziehst. Mal gucken, wie viel Sätze du gleich macht. Schön, 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 schön. Na, jetzt werden wir schon intensiver. Na komm, na komm, na komm, na komm. Weiter. Oh, komm. Komm, 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 komm. Sehr schön. Jetzt kommt schon eine andere. Hello. Am Anfang habe ich eben meine ersten 2 Sätze gedacht, oh, das ist noch ganz schön locker. Nee, jetzt geht es so langsam in die Arbeitssätze über, ne? Genau, das war jetzt so der erste. Jetzt gibt es hier einen Supersatz nochmal schön hinterher. Und davor mache ich gern lieber ein paar mehr wegen dem Ellenbogen einfach. Ja, schlau. Weil ich bin jung, ich könnte jetzt auch direkt den Stack machen, so. Ja, ja. Aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr so. Und lieber bringe ich es mir gleich richtig bei. So. Ja, klar. Irgendwann kommt da leider die Quittung, man kann ein Lied von singen, wenn man zu oft zu schwer macht. Wie geht es deinem Bein eigentlich? Den Leuten mal ein Update. Das Bein, dem geht's gut wieder, alles wieder gut. Ich bin wieder fleißig im Training. Stefan, ne? Ja, bin wieder fleißig im Training. Nee, nee. Aber jetzt genau richtig. Schön 2 Griffvarianten, das ist jetzt so das Ding bei dem Supersatz: einmal im Übergriff, also neutral und jetzt hier am Kabel. Schön parallel. Ja, schön. Komm. Wie viele Kombis machst du davon? Also wie viele Sätze davon? Also wie viele Supersätze? 3 bis 4. 3 bis 4. Also gehst du heute doch schon ein bisschen mehr Richtung Volumen? Ja, definitiv. Ja, ja, Armtag ist Volumentag bei mir. Ja. Maximalen Pump holen. Ja, ja. Nicht irgendwie in den niedrigen Wiederholungsbereichen. Ja. Und das fruchtet bei mir irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ja, man muss immer das finden, was man braucht. Funktioniert, ne? Ja. Und ich habe ja sonst auch die schweren Compound-Drückübungen sozusagen drin an den Push- und Pull-Tag. Ja. Und ja, ich denke, die Mischung ist ganz gut. Ja. Mit der Regeneration auch kommt es gut hin auf jeden Fall. Jo. Das ist immer lustig, weil man, da sieht man immer so ein bisschen, wer was so macht. Weil ich kenne das auch von Stefan. Und ich weiß auch, dass Stefan so mit Jordan Peters gearbeitet hat. Ja. Und Jordan Peters hat auch immer so einen Volumenpump-Tag genau. für die Arme. Weil das funktioniert für manche Leute wirklich gut bei dem Volumen. Ich mache es bei manchen Athleten auch so, dass sie noch so einen Volumenarmtag kriegen. Vor allem die, was nicht ansteuern können. Genau. Und das ist gerade bei mir das Problem. Ja. Und warum soll ich jetzt voll überladen mit wöchentlicher Gewichtsprogression und du schießt halt komplett am Muskel vorbei? Dann das kannst du wirklich nur keinen machen. Sinn. Ich bitte mal, das ist nicht falsch, so zu arbeiten. Aber wenn du den Muskel nicht spürst, dann musst du dir was anderes suchen. Wenn du ihn spürst, super. Deswegen High Intensity auch so eine Sache für Anfänger. Ich lasse meine Klienten zum Beispiel anfangs gern Volumen machen. Mhm. Einfach für die ganzen Übungen, um das kennenzulernen und so. Ja, ja. Weil, da macht es halt Sinn, weil das Verletzungsrisiko ist relativ niedrig. Das ist cool. Ja. Jeder muss sich da so, ich finde, man muss sich da so ein bisschen reinfinden und identifizieren. Ich habe immer Volumentraining nicht wirklich verstanden, weil ich wusste immer nicht, wann der Satz zu Ende ist und war eigentlich immer mit Training, weil ich habe immer gedacht, der Satz ist zu Ende, wenn du halt nicht mehr kannst, wenn die Stange auf der Brust bleibt. Auch immer diese Debatte mit den Splits und sowas, Trainingssystem. So, man muss ja sagen, seit Stefan so im deutschen Raum aktiv ist, das HIIT-Training und so, ich kann es ja auch von JP,
Ich habe ja die englische Szene auch viel verfolgt. Ja. Und gerade Yates auch und so, einer meiner Idole. Aber seit Disso da ist, denken alle, ich muss High Intensity machen. So, ja, ja. Es führen viele Wege nach Rom. Und ihr müsst euch für das entscheiden, was euch Bock macht. Ja. Weil wenn ihr hierher geht, die 2 Stunden am Tag, und ihr denkt euch, ich muss jetzt Oberkörper, Unterkörper machen, weil die Frequenz ist doch für Natural-Bodybuilder das Wichtigste. Und nur so baue ich Muskeln auf. Ja. Kann ich euch garantieren, der was ein 5er-Split macht, dann einfach wegknüppelt und sich keine Gedanken macht. Ja, genau. Das ist so. Egal was du machst, das Wichtigste ist immer, dass das Training intensiv ist. Ob du nur einmal die Woche Arme trainierst oder zweimal die Woche, wenn es zweimal nicht intensiv ist oder du zweimal den Muskel nicht triffst, dann wächst halt nichts. Wenn du einmal intensiv trainierst, wird es halt mehr wachsen. Das ist halt wirklich, es ist wirklich lustig. Stefan ist der inoffizielle Hit-Papst geworden. Hit gibt es ja, wie gesagt, schon ewig. Wir haben so drüben in L.A. schon trainiert. Na komm. Und komm zurück. Sehr schön. Komm. Weiter, komm. Schön. Und weiter. Yes. Woran? So geil, ja. Ben hat hier echt gute Schätzchen eingepackt in den Stall hier. Muss ich sagen. Ich trainiere gern hier so. Das ist ja, du hattest ja vorhin auch gesagt, also wir müssen uns schon mal kurz unterhalten. Ich hätte gefragt, wo Urs gerade trainiert. Und du trainierst auch in so einem kleinen Bunker, ne? Jo. Es macht einfach Laune. Ich sehe es ja bei dir auch immer. Nur noch damals in den Videos, so geil. Und vor allem, du hast auch die geilsten Geräte, Mann. Ich habe auch lange gesucht, ne? Ich muss sagen, an dieser Stelle. Ich schaue immer und denke, der Hahn, so geil. Ich habe lange gesucht und habe auch die richtigen Leute an der Hand, die Geräte besorgen können. Das ist genial. Und ich war bei mir in Hamburg, seit dem Lockdown, noch nicht im öffentlichen Gym. Und ich weiß auch nicht warum. Also kannst nicht ganz so ehrlich. Gut drauf verzichten. Ja. So. Ja, man ist halt, muss man sagen, mehr im Fokus. Ne? Ich bin so gern allein, die ganze Vorbereitung. Also maximal so, meine Freundin hilft mir mal, aber ganz ehrlich, ich trainiere lieber alleine. So. Ja, ja. Ja, das Ding ist, ich sag mal, ein Spotter im Training ist schön, ein Trainingspartner. Ja. Das ist ganz cool und es ist auch definitiv sicherer. Aber im Endeffekt, wenn ihr alleine ans Limit kommt, wenn ihr beim Beugen nicht mehr hochkommt, dann seid ihr im Versagen. So, das muss man einfach so sagen. Wobei beim Kniebeugen ist immer Versagen immer schwierig. Beim Armtraining ist es jetzt zum Beispiel viel einfacher und auch ungefährlich, da schön ins Versagen zu kommen. Aber ich trainiere dann auch alleine. Und der Spotter, was macht der? Der haut dann noch eine halbe Rap raus oder eine ganze, so wie ich es jetzt gleich mache. Na komm. Yes. Okay. Ja, so. Aber man ist dann eigentlich schon über dem Versagen, das wollte ich sagen. Ja, so, es ist manchmal ganz cool in der Hackenschmidt oder so, wenn einer ein bisschen, also ein paar Sachen denkt man sich, oder beim Beuger oben rein noch das letzte Stück. Du kommst über dein Limit halt, ne? Aber man denkt sich so, okay, dann ist es wieder so, zähle ich das jetzt als Wiederholung und als Folge so. Das ist wirklich die Frage. Und das ist halt dann immer das. Kannst du auch nicht, wenn wir uns wirklich mal das Logbuch dann wirklich so zur Brust nehmen und sagen, hey, Ich habe 15 Wiederholungen selber gemacht, plus eine mit dem Spotter und heute hat er 50% geholfen. Ja. Das kannst du ja nicht machen, von daher, man kann es auch übertreiben. Mit dem jetzt wird es interessant, mit dem aufgeschreibe. So, jetzt wird es interessant. Ja, mehr oder weniger. Hey, guck mal, wenn du anfängst, siehst du schon, wie plastisch du bist, ne? Ja, bei mir ist es so, das hat auch Tim gut gesagt, so, wenn ich anspanne, dann passiert erst was bei mir. So. Aber das ist gut. Ja. Er weckt das Ganze zum Leben, weißt du? Ja. Interessant wird es nachher, wenn er vielleicht mal das T-Shirt auszieht, wenn die Taille zum Vorschein kommt. Zwei Wochen vom Wettkampf, schwierig. Kann ich verstehen. Nee. Wie ist es mit Kohlenhydraten bei dir gerade? Runter, ne? Ja. Also, eigentlich habe ich heute gehofft, dass ich einen Ladetag habe. Ich habe 2 Stunden gepennt, das war echt beschissen. Ich habe mir voll den Kopf gemacht, so fuck. Und dann war mein Gewicht auch noch schwerer, so ein halbes Kilo. Ja, ja. Und dann bist du so, nicht richtig gepennt. Und Stefan und ich haben halt immer so diese magische Zahl 98. Mhm. Wenn ich bei 98 bin, lade ich mich wieder auf, bin ich meistens so bei 101 wieder. Und dann drei, vier Tage später wieder unten. Ja. Und so halten wir das jetzt bis zum Wettkampf vielleicht perfekt. Gut. Seit ich diese Ladetage aber habe, ist halt einerseits Fluch. Du denkst immer an nächsten, andererseits ne? Der Segen. Ja. So einerseits der Segen, weil du voll bist, du hast wieder Energie, das ist geil. Und dann die Tage später halt richtig wieder rein da. Aber irgendwie auch geil, weil
Ich habe es gestern auch schon in der Insta-Story bei mir gesagt, ich bin so dankbar für den Lifestyle, den ich gerade leben kann. Ich habe nochmal keine Vorbereitung gemacht, ohne dass ich irgendwo Schichtarbeit oder Baustelle oder so war. Ja. Oder in der Schule als Lehramt und so gearbeitet habe. Deswegen, ich stehe gerade auf, mach meine Routine, leg mich wieder hin, stehe wieder auf, esse, leg mich wieder hin, gehe trainieren. Perfekt. Weißt du, was ich meine? Ja. Jetzt komme ich nach Hause später, ess was, leg mich wieder hin, stehe wieder auf und so ist es vom Energielevel viel besser. Ja, ich weiß. Und das ist auch der Grund, warum ich den Sprung gemacht habe. Eine Mischung aus dem Coach und dem Lifestyle. Ja. Natürlich Heilkräuter, die eine oder andere Sache, aber das denken immer die Leute, ist alles so, das ist so das A und O. Aber legt euch mal ein Jahr lang jeden Tag zweimal noch zusätzlich hin, eure Regeneration macht den hier, esst mal jedes Meal, so wie Tobi, komplett nach Plan, kann euch versprechen, was ihr da aufbaut. Ja, Regeneration, sagst du, das ist das Wichtigste. Ja. Das ist wirklich so, wenn du... Es ist so. Es ist also der Unterschied. Klar, es ist für viele schwierig. Ich kenne es auch noch, als ich früher ganz normal gearbeitet habe. Du kommst von der Arbeit, hast gerade 8-9 Stunden gearbeitet, bist jetzt nicht so richtig fit, trinkst noch einen Kaffee oder einen Booster und gehst dann ins Training, weil du musst. Größten Respekt hier an der Stelle auch an die Schichtarbeiter unter euch oder an die krassen Leute, die noch irgendwie Kinder und hier und das alles jonglieren. Ja. Heftig. Ja, man kriegt das alles hin. Heftig. Das ist alles man kriegt es hin. Aber man könnte viel besser sein. Ja, aber das ist auch so, das Leben stellt sich, glaube ich, jetzt werde ich hier schon richtig weise, aber ich glaube, das Leben stellt dich da so auf die Probe, weil bei mir in der Schweiz, als es war, die Vorbereitung, als ich Profi geworden bin, da bin ich durch die Hölle gegangen, ohne Witz. Mhm. Da ist das jetzt ein Witz dagegen, das ist so Luxus dagegen. Ich darf mich gar nicht beschweren, so weißt du, ich sag gerade Fluch und Segen. Mhm. Eigentlich ist alles ein Segen, weil... Ich kann das machen, was ich von Herzen lieb, so, und krieg dann auch noch Geld dafür, sozusagen, weißt du? Perfekt. Und das ist halt, sein, ne? Ja, das ist halt irgendwie geil. Ich meine, da haben wir uns auch den Randsport ausgesucht, wo es nicht so ist, wie wir im Fußball oder in der Formel 1, wo man mit Prämien zugeschmissen wird. So, letzter Satz, dann geht's weiter. Yes. Oh, voll das. Na komm. Schön. Alleine. Komm. Sehr schön. Komm. Schieb. Zwei Stück. Yes. Jetzt geht's los. Arbeiten. Sehr schön. So geil. Da merkt jede Faser, da muss ich Stefans Spruch hier klauen. Mit dieser Angel, ich weiß nicht, ob der denn zu dir auch gesagt hat. Sie ist so eine Angelrute, die du auswurfst und dann so einfährst. Und macht euch das Leben da selber schwerer. Ja. Weil Tobi hat mir auch einen richtigen Call gegeben, so bleib in der Bewegung. Und fang nicht an, auf einmal dann unten nachzudrücken. Mhm. Weil klar, wir wollen die Wiederholung schaffen und unten rein, das ist das Ziel. Aber eigentlich ist das Ziel, und seitdem wächst auch mein Arm ultra, diesen Weg da so sehr, also so krass wie möglich aus dem Trizeps zu machen. Ja, über den Punkt selber kommen. Ja. Das ist dann halt auch, das muss man sagen, das ist der Vorteil beim Trainingspartner oder beim Spotter. Ja. Wenn du an den Punkt kommst, wo du nur noch mit ein bisschen Schwung rüberkommst, da kann ich dann drücken. Ja. Den nehme ich dir dann ab. Aber, du bleibst in der Bewegung. Muss man auch sagen, der macht das schon hier auf einem guten Niveau. Ich kenne auch die Kandidaten, die dann so, und jetzt geht's los. Und dann jetzt kommen noch 4 und noch 18. Und das du denkst, oder? Dann lass dich gleich los und sag, Junge, vorbei. Da sagst du mal. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Du kommst ans Limit und merkst, okay, nächste Wiederholung, die sitzt. Und dann hilft dir jemand und nimmt dir alles ab. Und denkst, Alter, das war gerade eine richtig gute Wiederholung. Mhm. Ja, das ist wirklich so. Das ist dann echt schade. Man muss immer so viel helfen. Also man muss seinen Trainingspartner immer quälen dabei. Schön. Weiter, komm. Yes. Oh. Dabei.
sehr schön. Komm, weiter, weiter, weiter. Eine, komm, eine. Sehr schön. Du wolltest nicht mehr machen, ne? Ja, die wollte ich nicht mehr machen, aber da hast du mich hier sehr motiviert. Aber schön mit dem Supersatz anzufangen, natürlich ist auch. Geil, weil jetzt habe ich so ein richtig geiles Gefühl einfach am Trizeps und jetzt weiß ich, okay, wenn ich jetzt ein bisschen hämmer bei French Press, passiert mir nichts. Ja, ja. Das ist gut vom Kopf her so. Also machst du jetzt French Press mit der SZ? Genau, mit der SZ für den langen Kopf. Auch ganz wichtig bei mir. Ich mache meistens sogar zwei Übungen für den langen Kopf. Ja. Vielleicht was Unilaterales im Kabel noch. Hinterm Kopf dann, ne? Im Stiel genau. Und so, ne? Ja. Finde ich auch gut. Kurzhanteln. Oder diese klassische Jay Cutler-Übung hier noch. Ja. Die wechsle ich immer ganz gerne. Die habe ich für mich echt entdeckt, weil. Die ist gut, ne? Ja, irgendwie feiere ich die. Weil in dem Studio, wo ich bin, haben wir so. Ich glaube, die hast du auch, so schmalere Hanteln, weißt du? Ah, so du meinst diese, so diese gegossenen, ne? Genau, diese, und ja, die Blöcke. So dick und die kannst du so perfekt halten und das trifft beim Trizeps. Das ist schon wirklich gut. Ich finde es auch mit einer Hand, habe ich auch immer das Gefühl, du wackelst halt einmal hin und her. Findest du das richtig? Finde ich deswegen am Kabel auch schöner? Oder halt mit beiden Armen? Ja, am Kabel ist auch geil. Und was ich auch bei der Technik da verbessert habe, dank Stefan, wo ich jetzt in Wien war, ich gehe nicht mehr ganz raus. So. Ja. Ich gehe nur bis zum gewissen Punkt. Genau, damit es nicht in den Ellbogen drückt. Immer auch in der Spannung drin bleibt. So, und jetzt gehe ich wie 38 Mal am Tag kurz auf die Toilette. Das ist das Problem. So schlimm, Alter. Ja, ja. Ohne Witz. Das ist das Verrückteste, was der Körper so macht. Je weniger man isst, je länger man auf Diät ist, desto mehr geht man Wasser lassen. Ja, irgend so ein normales Ding in der Diät. Irgendwann läuft es halt. Leider auch nachts. Das muss ich dazu sagen. Das ist so der absolute Horror, wenn man 6-7 Mal nachts hoch muss. Aber gehört dazu. Ja, und man sieht sie mir auch an, habt ihr ja glaube ich eben schon gesehen, so am Bizeps und so, das sieht schon echt plastisch aus. Schade, dass er sich jetzt nicht ausziehen will, aber ich kann es verstehen, 2 Wochen vom Wettkampf will er natürlich der Konkurrenz gegenüber ein bisschen Spannung aufbauen. Ich weiß nicht, ob er auf Insta was zeigt. Nee, auch nicht. Krieg gerade den Kopf nicken. Was? Verbot von Stefan. Der Ben ist auch da. Das ist der Mann im Hintergrund hier gerade. Kann ich aber auch verstehen, das ist manchmal ein bisschen schlauer, nimmt einem auch wirklich Druck. Das ist ja so ein bisschen verändert im Bodybuilding, dass jetzt alle quasi Bilder vorm Wettkampf posten und die Spannung steigt, der Druck steigt. Und ich glaube, früher war das ein bisschen angenehmer. Man ist einfach so wie Dorian aus dem Keller irgendwann rausgekrochen, hat dann den Trainingsanzug ausgezogen und sich auf die Bühne gestellt. Das war, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Hab gerade gesagt, du machst keine Bilder mehr und so. Alles komplett. Ja. Ja, ja, ja. Nimmt den Druck auch, ne? Nimmt den Druck und keiner erwartet was von mir. Klar, ich würde mehr Reichweite ziehen, wahrscheinlich würde ich den ganzen Tag nackt rumspringen, aber. Ja. Weißt du, ich habe immer das gern gemacht. Vielleicht mache ich auch den Sport deswegen, was so alle nicht gemacht haben. Ja. Und ja, ich dachte mir einfach, komm, ganz ehrlich, man macht sich selber immer so viel Druck. Und ich will jetzt keinen irgendwie böse, ich meine es nicht böse oder so, nee. Aber wenn mir halt jemand dann schreibt, so, wow, Future Mr. Olympia, so, du holst dir locker die Quali, dann denke ich mir halt so, okay, wie viel kann ich jetzt darauf, weißt du, schön, so korrekt für den Support klar. Alles cool, aber ich will sowas nicht hören, ich will auch nicht hören, oh, der sieht voll kacke aus, sondern ich will einfach mein Ding machen und auf meine 3-4 Leute hören, die ich, von denen ich die Meinung hören will. Ja, man weiß ja auch mittlerweile, wie realistisch das ist. Und es ist ja auch gar nicht böse gemeint der Community, also euch gegenüber, sondern ein Urs stand oft auf der Bühne, ich stand oft auf der Bühne. Es zählt wirklich nur dieser eine Moment von 3 bis 5 Minuten auf der Bühne. Und wenn man in dem Moment nicht gut aussieht, wenn man in dem Moment irgendwas quersitzen hat und der Bauch guckt raus, dann hat man halt ein Problem. Es kann alles passieren. Ne? Ich war auf der Mr. Olympia. Und alle sind zum Athletenmeeting gekommen und beim Finale fehlten auf einmal welche, weil da irgendwas schiefgegangen ist. Das ist dann leider einfach manchmal so. Ah, sehr schön. Hier sieht man schön, wie der lange Kopf arbeitet. Für mich die geilste Übung, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Schon immer gewesen, so oldschool und richtig effektiv. Ja. Ich habe mir genau dabei leider den Ellenbogen so ein bisschen lediert. Aber es geht aktuell noch besser, seitdem ich sie nicht mehr mache.
Ja, und hier gehe ich jetzt so im Pyramidensystem. Also normal labere ich nicht während dem Satz. Ja, aber ja, das ist klar. Hier mache ich jetzt, weißt du, auch nicht. Hier mache ich, ja, aber hier kann ich ruhig was dazu sagen, weil hier mache ich jetzt erstmal ein paar Wiederholungen, nochmal um warm zu machen. Ja. Also es hat sich für mich so herausentwickelt, ist auch gar nicht die Stefan oder so, einfach, ich gehe mit dem Gewicht hoch und habe dann auch sozusagen top-satzmäßig. Ja, dann, irgendwann dann, ne? Irgendwann habe ich dann einen, der ist dann halt schwerer, so auf 8 bis 10. Ja. Und dann geht das voll klar. Aber was du auch gesagt hast, gerade mit Wettkampf, stimme ich dir vollkommen zu. Mhm. Also wir müssen an dem Tag X aussehen. Und es gibt auch halt wieder andersrum das Ding. Auf Insta oder auf den Thumbnails, die Ultramonster. Ja, ja. Und dann, denkst du dir so, warte mal, den habe ich doch vor 2 Wochen jetzt auf Insta gesehen. Und dachte mir, oh scheiße, Mann, so weißt du. Und im Endeffekt war dann alles nur Bluff und ich will halt keins von beiden. So. Ja. Ich will einfach abliefern und dann gucken wir mal. Oh. Na komm. Yes. Schön. Für all diejenigen, die die Übung noch nicht gemacht haben, probiert die unbedingt aus, wenn sie schmerzfrei funktioniert. Urs macht das wirklich perfekt vor, dadurch, dass er leicht auf der Schrägbank liegt, hat er erstmal einen guten Stretch. Schon seht ihr, dass der Ellenbogen weit nach vorne kommt. Steht nicht im 90-Grad-Winkel nach oben, also der Oberarm fällt nach hinten. Und er bekommt hier wirklich super genial den Trizeps ran, vor allem in den langen Kopf, der den Arm dann wirklich auch in der Doppelbizeps schön dick macht. Na komm. Sehr schön. Na komm. Komm. Noch eine. Negativ ist deine und schieb. Na komm. Yes. Sehr schön. Sehr schön. Richtig gut. Richtig gut. Du musst ja jede Wiederholung an diesen fetten Sweep denken, wenn er die Doppelbizeps macht. Aber das ist halt wirklich so. Jedes Mal, denke ich daran. Alle denken immer nur so, der Trizeps muss von der Seite gut aussehen. Aber wenn man dann einen Doppelbizeps macht, man hebt den Arm so und hier unten hängt halt nichts, ne? Das sieht so kacke aus, ja. Ganz, ganz bitter. Vor allen Dingen, von vorne ist immer noch eine Sache, aber von hinten. So wichtig. Dann hast du so einen Rücken und dann kommen da die beiden blöden Ärmchen raus. Und das darf gar nicht passieren. Auch so von der Seite, wenn du so stehst. Von hinten seht ihr ja. Oder wer es krass hatte, Kevin Lebroni, einfach bam. Und wenn hast du ja von vorne so gesehen. Da genau, kann man Seite diese raus. Silhouette macht so krass. Oder bei Dexter Jackson auch durch den Trizeps. Ja. So wichtig. Ja, Trizeps ist zehnmal wichtiger als Bizeps. Ja. Sagen wir mal Bizeps. Definitiv. Aber Trizeps 2/3 des Arms, so sollte das sein. Ja, deswegen fangen wir auch damit an und arbeiten das so ab. Aber die Übung kann ich auch nur jedem empfehlen. Habe ich seit Beginn meiner Trainingskarriere drin. Am Anfang natürlich viel zu schwer gemacht. Und so, damals hieß es noch Stundendrücken. Ja, genau. Haben wir so, oder habe ich halt echt gedacht, das musst du auf die Nase. Und habe es dann immer so gemacht, weil ich mit meinem Bruder angefangen habe zu trainieren. Und wir hatten keine Ahnung, was wir machen. Wir haben jedes Gerät einmal gemacht im Studio und sind dann heim. Waren 4,5 Stunden da oder so. Aber von Anfang an drin gehabt. Und einfach eine richtig, richtig geile Übung. Aber macht nicht den Fehler wie Tobi und macht euch da den Ellenbogen kaputt. Ja. David Hoffmann ist es auch passiert. Fast allen. Fast allen. Also mit denen ich da. Mal Wehwehchen, ne? Ja, und deswegen mache ich gerne einfach Vorermüdung davor mit Pushdowns und gehe dann da rein. Das Schlimme ist, ich erinnere mich noch, da hat Steve noch bei uns im Fit One gearbeitet. Ja. Und ich sage, Steve, kannst du mir mal French Press reinheben? Und ich habe es im Sitzen gemacht. Ja. Arme im Sitzen hinter dem Körper. Und dann hat er mir 90 Kilo reingegeben. Okay. Und dann sagt er, meinst du es schlau, das so schwer zu machen? Ich sage, ja, läuft. Mach nur 6 Wiederholungen. Habe ich nur 6, 7 Wiederholungen gemacht? War nicht so ganz schlau. Also es lief ein paar Wochen gut und irgendwann dann nicht mehr. Aber wie gesagt, jetzt mache ich mehr Kabel und jetzt funktioniert es Gott sei Dank wieder alles. Kabel finde ich auch gut so. Ich finde Kabel perfekt. Vor allen Dingen hat man eine konstante Spannung, ne? Ich bin halt aber so ein Verfechter von freien Übungen. Nicht freien Training, aber ich bin auch so einer, ich gehe ungern in die übernehme. Danke dir. Richtiger Luxus halt, hier werde ich hier. Ja, hier werden Scheiben gesteckt, hier wird alles wird hier gemacht. Sehr professionell hier, aber mach die 5 erst runter und dann. Ja. Ich hasse es, wenn man das so.
Kennst du das, wenn du auf Diät bist und einfach den Satz, den du gerade angefangen hast, vergessen hast? So? Ja, ja, kenne ich. Deswegen, ja. Ich schreibe mein Logbuch immer nach dem Satz. Ja. Weil sonst Feierabend. Ja. Also jetzt selbst im Aufbau. Ja, aber deswegen nehmen wir heute ein Video auf, was ich mir dann ja auf jeden Fall angucken muss und dann noch ein Logbuch nachtrage. Aber ja, ja, bei so einem Armtraining kann man das noch halbwegs verzeihen. Ja, da geht das, ne? Ja. Ich meine, das Wichtigste ist, ob du es schon aufschreibst oder nicht, ja, du weißt, dass du am Limit warst. Mhm. Und das ist ja das Wichtige. Und ja, immer, das ist ja auch beim Volumentraining so der Fall. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt hier aufschreibe 3x10 oder 3x12 oder keine Ahnung, ja, 9, 11, 10. Hilft dir das auch nicht weiter, ne? Ja, eben, mache ich eigentlich nächstes Mal genau mehr oder so. Aber hier ist mir einfach das Gefühl ultra wichtig. Ja, ja, mach es genau richtig. Genau, wir haben uns jetzt hochgearbeitet hier. Jetzt kommt sozusagen der Top-Satz. Mhm. Ja, sieht doch schwer aus. Ja. 60 Kilo, ne? Ja, ich rechne immer so 25, sage ich dann immer, weil 25 pro Seite. Ja, ja. Ich mache gar nicht das Gesamtgewicht. Mache ich, das mache ich bei Hackenschmidt. Machst du das so? Kniebeugen, da schreibe ich auch bei mir im Blog. Echt? Machst du nur ein Gewicht, also nur das Seitengewicht? Ich schreibe immer nur 4 Plates pro Seite. Okay. Oder so. Also ja, ich mache da auch nur 20 drauf. Also bei Kniebeuge, ja, Hackenschmidt, ja, oder Beinpresse. Dann muss man doch erst mal 4 Plates pro Seite machen bei einer Kniebeuge. Dann kann man das aufschreiben. Ich schreibe 12,486 Kilo. Nee, Schluss. Ja, du machst da auch 4 Beine, oder? Jo. Wollte ich gerade sagen. Ja. Beine, also deswegen könnte ich auch nicht mehr einen zu Sieg machen oder irgendwie so. Ich bin da schon, ich sehe ja vielleicht nicht so aus wie der Hardcore-Bodybuilder, aber mein Herz, mhm, also im Herzen bin ich, glaube vom Kopf wie ein Rühl oder so. Ich liebe es einfach nur. Ja. Ich finde es richtig geil. So, letzter Satz hier. Na komm, schön konzentriert. Oh! Oh! Yes! Jawohl! Na komm. Ja. Schön. Konzentrier dich. Schön auf den Muskel. Und raus. Raus, raus, raus. Yeah. Noch eine. Und schieß. Okay, hab ich. Boah, geil, dass Tobi jetzt hier am Start war. Waren jetzt zwar nur 7 Stück, aber war richtig gut. Also ich sag immer, irgendwann fange ich dann an zu schreien, nur noch in die Rap-Range. In meinem, ja, Kopf, irgendwie in die Rap-Range bei mir so 6 bis 9. Ja. Hauptsache irgendwie die 6. Ja, das muss irgendwie sitzen. Immer über 6. Also ja, das soll kein Ding sein. Aber ich weiß jetzt im Kopf noch, ich habe da letztes Mal 7 gemacht. Mhm. Hat aber auch ein bisschen länger Pause, muss ich sagen. Ja. Heute machen wir schon gut, ja, Tempo, aber finde ich auch geil. Am Abendtag kann man das so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen schneller machen, wenn du ein bisschen, mhm, mehr Volumen machst. Ne? Na gut, es ist jetzt auch, ich finde immer so, die letzten 3-4 Wochen vom Wettkampf sind irgendwie auch schwer zu handeln, mhm, weil irgendwann hast du den Punkt, wo du nicht mehr stärker, mhm, werden kannst oder sagst, okay, jetzt will ich noch halten, will meine Muskulatur, willst dich auch nicht mehr verletzen, machst ja keine Experimente mehr. Ich bin tatsächlich mehr stärker geworden bis, ja, jetzt. Ja. Gestern habe ich noch Hackenschmidt. Ich weiß noch, Hackenschmidt 200 auf 6 letztes Mal, ja, gestern auf 7. Perfekt. Ich dachte mir, ach so, aber habe ich auch an dich gedacht, weil ich wusste, wir drehen morgen, dachte ich mir, ey, scheiße, jetzt darf mir nichts passieren wie Tobi in der Hackenschmidt, ja, ja, oder, ja, so. Geht schnell. Das ist halt so ein, du hast so ultra Respekt dann, ja, gerade vor dem Wettkampf, aber, ja, ich denke dann immer so, Geist ist der Reno in so einem Machiavelli Motivation, sagt er so, too heavy, too stupid, mhm, got me 2 more fucking wins. Und dann nimmt er so 70, ja, ja, oder so, und drückt die so weg. Ja gut, das ist vielleicht dann auch ein bisschen ja, over, ja, the top, aber... Ja, die motivieren sich ja selber auch so. Genau. Ich kann das auch verstehen. Man muss leider sagen, Verletzungsrisiko ist, mhm, gerade am Ende wirklich gegeben. Ja. Und deswegen, da müsst ihr voll aufpassen. Ich mache doch mindestens, also auf die 200 habe ich mir jetzt nicht mit 3 Sätzen hochgearbeitet. Nein, nein. Weißt du so? Kenn ich. Das denken auch viele. Ja, 10er rauf. So, dass man so, runter, ja, so 20, rauf, 40, 60, 80, ja, wie man manchmal beim Kreuzheben, so in der Offseason, wo man, mhm, sich denkt, ja, okay, wird schon nichts passieren. Nee, nee. Du, ich mache mittlerweile, wenn ich Beine trainiere, dann gehe ich ins Beintraining. Ja. Dann fange ich gar nicht an, mit irgendeiner Maschine mich warm zu machen oder mit dem Laufband oder so, sondern ich lege mich erstmal auf den Boden, mache einen Hüftbeuger auf, setze mich in die, ja, Hocke, sitze ein bisschen in der Hocke rum, mache, ja, die Knie, mache vor allen Dingen die Fußgelenke warm. Richtig.
Weil bei mir ist, wenn mir, ich brauche immer, muss immer die Sprunggelenke warm machen, damit ich richtig den Knievorschub hinkriege. Ja. Das dauert so eine Viertelstunde, dann aktiviere ich ein bisschen Gesäßmuskel. Das ist doch wichtig, Mann. Man muss leider sich wirklich auf die Sätze dann so vorbereiten, gerade wenn man. Wenn man. Schön. Asozial, ja. Nee, aber. Wenn man schwerer trainiert, muss man halt auch wirklich mit Verstand rangehen und sagen, okay, ich muss mein ganzes passives System, Bänder und Gelenke, richtig vorbereiten. Ich muss auch sagen, ich fange auch immer mit Adduktoren an. Ja. Wadenadduktoren sogar. Und mache dann sozusagen das Schlimmste zum Schluss. Mhm. Einfach weil ich dann immer, vor allem in der Diät, immer tiefer. Vom Kopf her reinkommen und dann weiß ich so, bam, jetzt bin ich angekommen, jetzt feuerfrei. Also aber wenn du es als erste Übung Kniebeuge frei, dann ist erstmal so, wow. Ja, du gehst halt rein und merkst beim Runtergehen, wo bin ich gerade? Ne? Ja, genau. Also ich mache es immer so, ich fange immer mit Beinbeuge an, weil ich finde, wenn ich den Beinbeuge trainiert habe, der Knie, das Knie bester ist perfekt. Tipp. Bester Tipp, den man geben kann. Ja. Ich bin ja erst Anfang 20 und hatte schon meine Patellasehnenproblemchen. Ja. Und die habe ich sowas von behoben, einfach durch Beugertraining zu Beginn, weil du nimmst dir die Spannung vom Knie, wie du schon richtig sagst, und du hast einfach so ein geiles Gefühl, weil du dich halt auf deinen Beuger setzt. So. Genau, du hast schon eine gute Grundspannung drin und ich finde auch, wenn ich Kniebeugen dann mache, ich gehe runter und merke sofort den Beuger und kann aus dem Beuger mich wieder hochschieben. Mhm. Also das ist auch so, beim Hackenschmiss ist genauso. So, jetzt gibt es hier die nächste Übung. 3 Sätze machen wir hier. Ist nochmal was über Kopf. Weil, ihr merkt schon, ich will diesen langen Trizepskopf mehr als alles andere. Der macht den Arm auch dick. Der muss so rund sein, dass man sich denkt, what the fuck. Deswegen gibt es jetzt hier die klassische Jay Cutler Überkopf-Trizepsübung. Habe ich mich da in dieser Vorbereitung schon sehr verliebt in die Übung. Und ja, knallt bei mir gut rein. Könnt ihr genauso gut frei machen mit einzeln, unilateral oder am Kabel. Weiß nicht, kannst du ja ein bisschen drauf eingehen vielleicht. Ja, also ich finde Kabel auch ganz genial. Das ist natürlich immer, man muss ein bisschen gucken, wie die Mobilität in der Schulter ist, weil die ist sie gut, sehe ich schon. Und ob man die passende Bank hat, dass man auch hinten dran vorbeikommt. Ansonsten hat man halt wirklich am Kabelzug, Kabel von unten, das Tau oder den Zopf oder wie man es halt nennen mag, einfach hinterm Kopf führen, kann man wirklich schön rausziehen. Aber du hast mit dem langen Kopf was ganz Wichtiges gesagt. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast von Stefan. Wir haben Rücken trainiert und Stefan ist aufgefallen, dass mein langer Kopf unterentwickelt ist. Er wollte es nicht sagen. Ja. Er wollte eigentlich, ich glaube, er hat gedacht, verkümmert. Und er sagte, du verschenkst 5 cm Armumfang nur durch den langen Kopf. Und es ist halt wirklich so, weil der Kopf hier unten macht den Arm halt wirklich massiv und dick. Deswegen arbeitet er jetzt auch nochmal verstärkt dran, dass ich das Ding richtig dick kriege. Ich gehe jetzt auch nicht ganz raus, siehst du? Oben raus gehe ich nicht ganz. Nee. Weil ich dann einfach. Ja, aber genau, dann lässt du es nämlich hier. Ja. Weil ich einfach dann perfekt reinkontrahiere. Perfekt. Und dann immer in dieser Spannungskurve bleibe, die ihr halt sonst oft auch verliert bei freien Übungen. Das ist halt das. Beim Kabel, das Kabel zieht dich gnadenlos runter. Ich finde, man sieht das immer bei vielen. Viele wundern sich beim Kniebeugen immer, warum manche Athleten nicht ganz hoch gehen, sondern so bei 75-80% stehen bleiben. Ja. Und das sieht dann immer so aus wie so ein Hofknicks. Aber das hat Steve Bentins legendäre Hofknicks. Aber dicke Beine. Alter, das Beste für die Beine so. Ja. Weil du bist immer in der Spannung drin und du schiebst komplett raus. Ja, wenn du wirklich den Quadrizeps trainieren willst, machst du es genau richtig. So, wir machen noch ein bisschen Trizeps und beenden an dieser Stelle dieses wunderschöne Trizeps-Video. Du trainierst gleich noch Bizeps, richtig? Ja, 3 Übungen. Nichts Aufregendes, sage ich mal. Wir haben hier eine geile Bizepsmaschine, habe ich gesehen. Die ist neu hier. Die machen wir. Ja, immer was Schönes aufgelegt, das mache ich gern, so Preacher Curl mäßig. Mach dann. Erzähl noch nicht zu viel. Ja, okay. Das seht ihr alles im nächsten Video von uns beiden. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und bis zum Bizeps-Video, würde ich sagen. Ja, rein.